Wird der Zuschlag von 7,5% mehr EM-Rente, den es ab 1.7.2024 geben soll, rückwirkend gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein Kunde fragte an, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Zum 1.7.2024 soll es ja für mich einen Zuschlag von 7,5% mehr an Rente geben. Meine Rente hat am 1.10.2010 begonnen. Ich beziehe die aktuell noch weiter als volle Erwerbsminderungsrente. Bekomme ich die Rente, also den höheren Zuschlag, erst zum 1.7. ausgezahlt, mit Beginn des 1.7. oder rückwirkend schon zum 1.10.2010 und damit dann auch eine ordentliche Nachzahlung? Nein! Sie werden definitiv keine Nachzahlung erhalten und der Zuschlag wird auch nicht rückwirkend ab Rentenbeginn der Erwerbsminderungsrente gezahlt, sondern grundsätzlich ab dem 1.7.2024. Denn das Gesetz setzt voraus, dass Sie am Stichtag 30.06.2024 diese entsprechende Erwerbsminderungsrente noch beziehen oder als Folgerente zum Beispiel eine Altersrente beziehen. Das heißt also, der Gesetzgeber wird auf keinen Fall irgendwelche rückwirkenden Rentenzahlungen für die Erwerbsminderungsrentner, die als Bestandsrentner diese Zuschlagsregelung bekommen, zahlen. Es wird so sein, dass die höhere Rente zum 1.7.2024 erstmals gezahlt wird und dann immer für die Zukunft. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.